Jo Leute, Mo86 hier am Start. Und zwar haben sich die Ereignisse wieder mal überschlagen sozusagen. Und ich muss mich jetzt zu ein paar Sachen da auf jeden Fall äußern. Dieses Video vom Fullspasti, wo er da Tonspuren analysiert und so, ist mehr als lächerlich, mehr als verantwortungslos, da auf diese Art und Weise jemanden zu schützen zu wollen und seine Freundschaft oder Loyalität oder was er sich da Videos mit Cengiz erhofft oder was auch immer. Da merkt man, wie leicht sich Leute für ein paar Klicks und so weiter verkaufen, okay? Und ich kann euch nur sagen, bei dieser Geschichte verstehe ich auch ganz und gar nicht, warum Cengiz hier einen aufmacht. Hey, One-Percenter, ich bin in kein Club. Und ich werde sie anzeigen. Das ist kein 31er Move. Jedes Kind hat das Recht, einen Pedo anzuzeigen. Ein Pedo gehört in den Knast, Schlüssel weggeschmissen, okay? Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Ich verstehe da keinerlei Spaß und gar nicht. Wenn er das nicht gemacht hat, ist es doch sehr, sehr einfach zur Polizei zu gehen, zu sagen, hey, diese Sache, ich habe nicht gemacht, das und das, heimlich filmen, dass er das der Polizei gemeldet hat und die können ja dann überprüfen, ob diese Tonspuren echt sind und die Nachrichten wiederherstellen oder was auch immer, wie weit das halt möglich ist, okay? Das muss er auf jeden Fall machen. Wenn er das nicht macht, ist das in meinen Augen ein Schuldbekenntnis und er will sich dann nur ausreden mit, ich bin One-Percenter, da deswegen keine Anzeige. Nein, 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 weil jedes Kind, hört mir zu, jedes Kind, ich bin der Stabilste hier auf YouTube, ihr wisst Bescheid, ihr habt vorgestern meinen Livestream gesehen, ihr wisst, ich ziehe durch, okay? Aber jedes Kind hat das Recht, einen Pedo anzuzeigen. Zeigt ihn an, kommt euch Gangster vor, zieht euch danach einen Tupac-Track rein, einen Mo86-Track und danach noch ein Mo86-Video, zieht euch dann vielleicht noch einen Livestream von mir rein und kommt euch richtig Gangster vor und sagt den Leuten, das ist Straße, versteht ihr? Ihr bräucht euch da für nichts schämen, ihr könnt jeden Pedo anzeigen, glaubt mir, das ist Fakt. Und wenn eine Frau oder ein Kind mit solchen Anschuldigungen kommt, dann muss man sich reinwaschen. Wenn man seinen Namen nicht reinwäscht, egal wie scheiße das jetzt für Cengo sein sollte. Wenn er das nicht gemacht hat, muss er seinen Namen reinwaschen. Das ist meine Meinung. Muss er zur Polizei gehen, innerhalb von 24 Stunden eine heimliche Aufnahme machen. Hier kann er dann die Gesichter verpixeln oder was auch immer. Und was halt im rechtlichen Rahmen möglich ist, dass er das ausschöpft und dann das den Leuten zeigt. Oder auch, wenn er da nicht filmen darf, weil heimlich filmen, ich weiß nicht, ist auch nicht so cool, wenn er das nicht darf, einfach die Papiere, Dokumente und so weiter herzeigt und das halt zu 100% nachvollziehbar macht. Oder ist sowas halt in der Art, wo man das halt zu 100% bewiesen hat, dass er das gemacht hat. Wenn er das nicht macht. Ich wollte gestern noch mit jemand, hat mir da in die Kommentare geschrieben gehabt und so weiter. Und nicht wegen mir, wegen ihm. Ich glaubt mir, ich kann nicht über alle Sachen und so offen reden und so. Wollte ich mit der Person telefonieren, weil ich sehr gut von Mimik und Gestik einschätzen kann, ob wer lügt oder auch nicht. Weil es hat mir während die Kommentare geschrieben, ich habe mir gesagt, du hast früher jedes Video von mir gefeiert, ruf mich an. Warum? Dann kann ich reden, dann weiß ich Gesicht, Mimik und so weiter. Dann weiß ich, ob das stimmt oder auch nicht. Das ist zum Beispiel, ich sag's hier, Isa hat mir in die Kommentare geschrieben, Isa, wenn du das siehst, ruf mich an, das ist ein wichtiges Thema, scheiße auf alles andere, wenn du Moslem bist, du weißt, hier geht's um Kinderschutz, ruf mich an, glaub mir, und sag mir, was da Facts sind, weil ich bin da auch schon ein bisschen mich am informieren, ich will da nicht zu viel verraten und werde da demnächst wissen, wahrscheinlich, was da gelaufen ist oder was da läuft. Deswegen hat mir Attila hat mir in die Kommentare geschrieben, ihr habt sie gesehen, ich habe sie gesagt, verpiss dich aus dem Stream. Ali hat mir in die Kommentare geschrieben und so, ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun und so weiter. Aber Isa, bei diesem Thema, da geht es um Kinder, okay? Ruf mich an, okay? Damit du Bescheid weißt, das ist eine Sache, ich will da jetzt nicht im Internet irgendwelche Sachen verbreiten oder sonst was, aber ruf mich an, weil du hast mir in die Kommentare geschrieben und so weiter.
und ruf mich an, weil ich bin am Informieren, ich will da nicht mehr sagen und bin schon ein bisschen rauskristallisiert sich schon für mich, was da stimmt und was nicht. Weil bei so etwas verstehe ich keinen Spaß mehr, ich scheiß da auf die Klicks, mir geht's da. Und ich wollte noch ein paar Sachen zu dem Video hinzufügen. Zum Beispiel Isa hat mir immer früher Props gegeben, unter jedem Video hat mich voll gefeiert. Und Attila hat mir schon in den Livestream reingeschrieben und so weiter. Ich habe mit solchen Leuten nichts zu tun, da geht es um Kinderschutz. Das hat Priorität, deswegen sage ich, Isa soll mich anrufen. Und ich meine das nicht wegen Klicks oder sonst was. Ich bin da in Kontakt mit Leuten, die mit dieser Geschichte zu tun haben und möchte da die Wahrheit wissen und die Wahrheit dann auch mit der YouTube-Gemeinde sozusagen teilen. Versteht ihr? Und deswegen will ich dir da die Möglichkeit geben, mit mir zu reden. Ich bin sehr gut in Mimik und Gestik abzuleiten. Und deswegen ruf mich an. Wenn du nicht alleine anrufen willst, kannst du auch, egal wem neben dir sitzen haben, ist mir egal. Aber ruf mich an, da geht es um Kinderschutz. Wenn du das nicht machst, dann zeigt es mir auch nur, dass du ein Laberkopf bist und dass du nicht einmal Ehre hast für diese wichtigste Sache, Kinderschutz. Da geht es um Kinder, ich verstehe da keinen Spaß, da ist nichts mit lustig, auf jeden Fall. Und ruf mich an. Mu86, La Brada Nostra, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Twitch Mu86 LBN und TikTok Mu86 offiziell, ihr wisst Bescheid. Puh.